Ich will das Rad zuerst drehen. Was für ein Glück für mich. Ich mag wirklich Würstchen. Es ist so cool, dass ich so ein Ding bekommen habe. Eine riesige Wurst, um genau zu sein. Lecker. Und jetzt kann ich schauen, welche Leckerei ich bekomme. Mann, ich wollte einen Leckerbissen, keine hässliche Kakerlake. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, alles zu verändern. Nein, ich lasse es nicht zu. Willst du, dass ich dieses ekelhafte Zeug esse? Ich meine, es stinkt oder es krabbelt. Nein, das mache ich nicht. Ich habe schon jetzt große Angst vor ihnen. Wenn du es nicht auf die einfache Tour machen willst, wir haben ein Bestrafungsrad. Nein, ich würde lieber Kakerlaken essen. Obwohl sie überhaupt nicht zu meiner leckeren Pizza passen. Sie haben meine Hand angegriffen. Nein, dafür habe ich mich nicht angemeldet. Juli, worauf wartest du noch? Okay. Du sollst schon deine Wurst essen. Ich stimme völlig zu. Ich denke, ich mache einen Hotdog aus Pizza. Mit einem leckeren Wurstbelag. Sieh nur, wie groß und lecker sie ist. Das ist das Leckerste, was ich seit langem gegessen habe. Die Wurst ergänzt den Geschmack der Pizza perfekt. Sie ist so viel schmackhafter als normale Hotdogs. Juli, du zwingst mich, dir ein bisschen von deiner Köstlichkeit zu nehmen. Das würde ich sehr gerne tun. Was machst du da? Wer hat dir erlaubt, meine Wurst und meine Pizza anzufassen? Gib mir meinen Hotdog zurück. Schäme dich. Iss deine Kakerlaken. Ich will nicht. Es gibt so viele von ihnen. Sie wollen offensichtlich meine Pizza essen. Wow, es gibt wirklich eine ganze Reihe von ihnen. Geht raus! Lass mich wenigstens einen Bissen Pizza essen. Wow, sie haben mir kaum etwas hinterlassen. Nun, das ist sogar noch praktischer. Sie hat gerade eine Kakerlake gegessen. Was für ein Albtraum. Ich glaube, da ist etwas in meinem Mund. Raus! Aha, Milas Mund ist jetzt eine Kakerlakenreich. Kann ich dieses Mal die Erste sein? Ich frage mich, was in dieser Runde auf mich zukommen wird. Oh nein, bitte keine Würmer. Ich würde mit Kaugummi zufrieden sein. Ja, Hubba Bubba, ich mag es. Wunderbar. Jetzt bin ich an der Reihe, das Rad zu drehen. Das ist nicht fair. Warum bekommen einige Kaugummis und andere Hühnerfüße? Sie sind ekelhaft und hässlich und widerlich. Ja, ich beneide dich nicht. Iss alles lieber schnell auf. Und worauf warte ich eigentlich noch? Jetzt ist es an der Zeit, diese Kaugummis auf die Pizza zu legen, damit sie schön und lecker wird. Sie sind hell und lang. Bingo! Die Pizza mit ihnen auf jeden Fall glänzen wird. Tada! Wie war es? Ich finde, es ist großartig. Ja, das sieht fantastisch aus. Nicht wie Hühnerfüße. Oh. Übrigens, ich habe eine tolle Idee. Mila wird den Streich mögen, den ich mir für sie ausgedacht habe. Was zum Teufel ist das? Nein, das ist zu viel. Ich wünschte, du würdest diese Pfoten auf deine Pizza legen, statt in mein Gesicht. Das wäre doch viel produktiver. Warum bin ich so bestraft? Ich könnte den Geschmack von Pizza genießen, aber ich muss an Hühnerfüßen ersticken. Wie war das? Juli, magst du es? Schmeckt die Pizza gut? Willst du mich auf den Arm nehmen? Iss deine Pizza. Okay. Das ist ein Kinderspiel. Eine schöne Pizza zu essen? Wie cool ist das denn? Ich hätte nicht gedacht, dass Kaugummi und Pizza zusammen etwas Unglaubliches ergeben würden. Es ist so gut, dass ich gar nicht mehr aufhören will. Ich glaube nicht, dass ich seit langem eine bessere Pizza gegessen habe. Es ist Zeit für eine riesige Kaugummiblase. Wow, es ist wirklich groß. Je größer die Blase, desto cooler der Boom. Was ist hier los? Wo bin ich? Ich kann wegen der Flüssigkeit nichts mehr sehen. Das ist meine Chance, die ganzen Hühnerfüße loszuwerden. Pizza ohne sie zu essen schmeckt viel besser. Juli, denkst du, dass ich nichts gesehen habe? Du hast es nicht getan. Ich habe alles gesehen. Und für deinen Betrug wirst du dich dem Rad der Strafe drehen müssen. Oh nein, ich hoffe, ich bekomme etwas, das nicht gruselig ist.
Boah, der Regen ist sogar schön. Was wäre, wenn es Hühnerfüße regnen würde? Haha. Oh nein, ich bekomme eine Welle von diesen bösen Füßen. Juli, du siehst so lustig aus. Okay. Mal sehen, welche Leckereien mich dieses Mal erwarten. Oh ja, das nenne ich Glück. Es ist Zeit für ein paar Kaugummi-Augen. Man kann sie nicht nur essen, man kann auch damit spielen. Schau mal, Mila, ich habe Augen auf meinen Fingern. So, jetzt ist genug gelacht. Zeit, die Augen zu probieren. Wie war es? Schmecken sie gut? Sehr gut. Ich bin mir sicher, dass meine Pizza unglaublich wird. Ich wollte auch den leckeren. Oh, Oktopusse. Oh nein. Sie sind so klein und schleimig und ekelhaft. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schrecklich meine Pizza sein würde. Stell dir vor, wie unangenehm sie sein würde. Naja, das sieht sogar schrecklich aus. Igitt. Ich beneide dich nicht. Ich hingegen bin mir sicher, dass meine Pizza mit den Kaugummi-Augen köstlich sein wird. Es sieht sogar schön aus. Wunderbar. Wie lecker. Ich kann nicht aufhören. Ich könnte auch etwas Weingummis gebrauchen. Alle würden. Ich bin neidisch auf mich selbst, weil ich so eine leckere Pizza gegessen habe. Jetzt fallen mir sogar die Augen aus dem Mund. Haha, Jule, du machst Quatsch wie immer. Ich habe einfach sehr gute Laune. Mila, warum isst du nichts? Ich habe gehofft, du vergisst mich. Ich will diese Oktopusse wirklich nicht probieren. Ich hoffe, sie kleben nicht Tränen an mir. Die arme Mila. Es ist wirklich ekelhaft für mich, es überhaupt anzuschauen. Ja, natürlich. Da sind Oktopusse. Sie sind klebrig. Wie findest du das witzig? Das ist überhaupt nicht witzig. Ich zeige es dir. Hui, was war das? Wie konntest du es wagen? Jetzt ist dir klar, dass Oktopusse überhaupt nicht lustig sind. Das hättest du nicht tun sollen. Warte, ich schiebe dir gleich eine Pizza in den Mund. Die ganze. Dann wirst du die Oktopusse bestimmt nicht entkommen. Nimm es. Igitt, was für eine Abscheulichkeit. Jule, du bist sehr grausam. Ich bin es nicht. Ich bin nur fair. Bon Appetit. Entscheiden wir uns mit Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe gewonnen. Oh ja, ich mag Pommes frei sehr. Magst du Kakerlaken? Du bekommst sie unbedingt. Juli, du weißt, dass Schummeln nicht gut ist. Bringe das Rad wieder so an, wie es war. Sonst sollst du zum Rad der Strafe greifen. Also gut. Hier sind meine Pommes frei. Es gibt so viele von ihnen. Und sie riechen so lecker. Ich kann kaum erwarten, sie zu essen. Juli, du bist an der Reihe, das Rad zu drehen. Stimmt, ich hoffe, es wird nicht auch noch lecker. Hauptsache, es schmeckt gut, es schmeckt gut. Nein, alles außer Knoblauch. Es stinkt so sehr. Seltsam, aus irgendeinem Grund gibt es keinen Knoblauch hier. Dann brauche ich nichts mehr zu essen. Schaue genauer hin. Irgendwoher kommt wirklich ein Geruch. Warum hat man dieses Zeug auf mich gehängt? Ekelhaft. Okay, zuerst muss ich den Knoblauch schälen. Ich habe sogar eine spezielle Box dafür. Zuerst soll ich alle Knoblauchzehen hineinlegen. Und in 2 Sekunden verwandelt sich der Knoblauch in geschälten Knoblauch. Fertig. Und es kann ein wirklich hübsches Muster auf einer Pizza ergeben. Wie ein Herz. Großartige Idee. Und ich werde Kartoffeln verwenden, um mein Gefühl zu teilen. Freude. Das heißt, ein süßes Smile-Gesicht zu zeichnen. Ein Smile ist viel besser als dein Herz. Naja, du hast es mir gerade nachgemacht. Nichts kann mehr Knoblauchherz besiegen. Jetzt musst du das Herz essen. Wie soll ich es essen? Das Herz ist so schön. Du bist immer nachlässig. Zeit für das Bestrafungsrad. Mann, ich habe überhaupt kein Glück.
Wow! Ich muss nicht nur Knoblauchpizza essen, sondern auch einen Smoothie im Mixer zubereiten. Wir haben einen Mixer, du hast also großes Glück. Ich frage mich sogar, was dabei herauskommen wird. Etwas sehr Böses, denke ich. Das werden wir gleich schauen. Los! Wenn ich ausbreche, ist Mila schuldig. Und diese Art von Mischung würde mich definitiv zum Kotzen bringen. Ja, das sieht wirklich eklig aus. Es ist wie ein Mülleimer in meinem Mund. Mit diesem Duft werde ich nicht lange durchhalten. Igitt, aber das bedeutet nicht, dass ich es riechen muss. Halt mich fest, ich falle runter. Oh nein, Knoblauch hat sogar Mila vernichtet. Was für ein Horror. Ich bin hier, mir geht es gut. Wow, die Pommes landeten sogar in meinem Gesicht. Das war cool. Ich glaube, ich bin gerade dabei, endlose Schokolade zu kreieren. Eine, die niemals enden wird. Oh, ich glaube, hier fehlt noch etwas. Das ist doch der Schlüssel dazu. Nein, tu es nicht. Ach, komm schon. Ich weiß, was ich tue. Schau mal, da passiert doch was. Die Schokolade bewegt sich. Oh Mann, das war eine Schoko-Explosion. Du bist voller Schokolade. Du aber auch. Seltsam, mein iPhone ist braun geworden. Schau mal. Es hat sich in Schokolade verwandelt. Schmeckt gut. Echt jetzt? Lass mich auch mal was probieren. Tatsächlich, voll lecker. Wahnsinn, schau mal, das ist echtes Gold. Wow! Und ich habe das Gleiche. Ich frage mich, wer von uns einen Schokoziegel bekommen hat. Hoffentlich habe ich ihn. Probier ihn doch. Ganz genau, ich habe die Schokolade. Ich brauche kein Gold. Vielleicht kann ich meinen Goldbarren ja auch essen. Na, schmeckt's dir? Nein, es hat mir die Zähne ausgeschlagen. Ach du meine Güte. Aber warte, ich habe einen Plan. Ich kann sie dir wieder einsetzen. Gib mir deine Zähne. Wobei, deine Zähne brauche ich nicht. Ich nehme einfach dein Gold. Oh, vielen Dank. Gern geschehen. Lass uns die Augen schließen und weitermachen. Come on! Das macht doch viel mehr Spaß. Oh nein, das ist ja eine Chilischote. Ich muss einfach unsere Teller vertauschen. Alex wird nichts bemerken. Oh yeah, ich habe eine Chilischote aus Schokolade. Och Mist, und ich habe eine echte Chilischote. Tja, sowas kann nun mal passieren. Lass es dir schmecken. Come on! Nichts geht über eine Portion Schokolade. Muss ich jetzt wohl meine Chilischote probieren? Hm. Hey, die ist ja gar nicht scharf. Da ist Schokolade drin. Ich glaube, du hast was vertauscht. Schau mal rein. Oh nein, meine Chilischote war bloß mit Schokolade überdeckt. Das ist viel zu heiß. Ich weiß gar nicht, wie ich dir helfen soll. Hier hast du ein bisschen Wasser. Ah, das hat nicht wirklich geholfen. Warte. Ah, endlich, jetzt geht's mir besser. Ich habe ein bisschen Milch gebracht. Nein! Das hätte wirklich nicht sein müssen, Alex. Wow, ein Poppet. Genau das Beste zum Stressabbau. Einverstanden. Aber warte mal, wieso spielen wir beide? Einer von uns hätte doch den Schokopoppet haben sollen. Ich bin es sicher nicht. Oh, schau mal. Ein Rätselknopf. Ich habe auch so einen. Lass mal draufdrücken. Oh, wie cool. Ich habe eine Schoko-Cola bekommen. Und die ist übrigens mit heißer Schokolade gefüllt. Ein Traum ist wahr geworden. Bingo. Ich habe eine Idee. Ich gebe einfach die Schokolade in mein Poppet, friere das Poppet ein und kriege dadurch ein Schokopoppet.
Ab in die Tiefkühltruhe. Fertig. Schau dir mein tolles Schokopoppet an. Hey, lass mich doch wenigstens ein bisschen probieren. Das schaffe ich nämlich ohne dich. Schau mal, wie lecker das ist. Boah, bist du gierig. Hey, wieso sitze ich da? Ich habe schließlich auch noch eine Cola. Die könnte ich auch einfach in mein Poppet gießen. Und einfrieren. Ja, und was hast du daraus bekommen? Das wirst du gleich sehen. Oh, das hat weh getan. Schau, was du angerichtet hast. Das wollte ich nicht. Ich hatte es bloß eilig. Schau mal, jetzt habe ich einen Coca-Cola-Lolli. Oh, lass mich mal probieren. Aber klar doch. Ach, Herr Jemine, bist du etwa kleben geblieben? Das sah ich nicht kommen. Nun, dann werde ich wohl den Rest deines Schokopoppets aufessen müssen. Gib her, alleine schaffst du das eh nicht. Ach komm schon, hat doch Spaß gemacht, oder? Ja, natürlich. Oh Mann, ein Kaktus. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe auch einen Kaktus. Sieht ganz schön stachelig aus. Aua, der piekst ja. Sei besser vorsichtig. Ich muss meinen Kaktus probieren. Oh, toll, die Nadeln kann ich ja essen. Wahnsinn, voll lecker. Das sind kleine Kekse. Ich habe so viele Keksstacheln. Die letzte Stachel nehme ich mir. So, jetzt hat mein Kaktus keine Stacheln mehr. Jetzt kann ich was abbeißen. Schau dir deine Zähne an. Die sind mega braun geworden. Ist doch egal. Isst du deinen Kaktus. Meiner ist echt. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn angehen soll. Obwohl, ich habe einen Plan. Ich nehme mir einfach eine Rasiermaschine. Rasier die Stacheln ab. Hey, hör auf, das tut doch weh. Tut mir leid, ich habe dich nicht bemerkt. Jetzt ist mein Kaktus glatt. Und statt ihn zu beißen, versuche ich einfach Kaktussaft daraus zu bekommen. Das ist ja voll furchtbar. Lass mich auch mal einen Schluck nehmen. Aber gerne doch. Oh, mir wird schlecht. Ich muss gleich kotzen. Ich habe dir doch gesagt, dass das eklig ist. Das ist der schlimmste Saft, den ich je probiert habe. Oh, wow, ein neues iPhone. Du hast ein echtes iPhone, das heißt, meins ist aus Schokolade. Schau her, das ist das erste iPhone, das ich biegen kann. Und außerdem das leckerste iPhone, das ich je probiert habe. Denkst du, dein iPhone ist besser als meins? Ganz und gar nicht. Okay. Schau mal, mit meinem iPhone kann ich mir die ganzen Süßigkeiten, die ich möchte, bestellen. Hey, kann ich auch was probieren? Nein, auf jeden Fall nicht. Das ist schließlich mein Handy. Wobei, wenn du unbedingt möchtest, bitte sehr, das ist für dich. Danke dir. Oh nein, das ist eine Kakerlake, nein. Oh, wie ekelhaft. Was für ein Albtraum. Alex, sie sitzt auf deinem Kopf. Was, nein. Das werde ich nicht zulassen. Mach, dass du wegkommst. Okay, das habe ich geschafft. Dann kann es weitergehen mit meinen Süßigkeiten. Wow, das ist eine Kamera. Eine richtige Kamera. Mach mal ein Foto von mir. Okay. Ha, du siehst sau komisch aus. Was für ein Gesicht. Okay. Kannst du auch ein Foto von mir machen? Aber gerne doch. Oh, Baby. Oh yeah, das sieht toll aus. Wenn auch etwas witzig. Witzig? Zeig mal her. What? Wieso hast du das getan? Wow, und ich habe eine Schokoladenkamera. Ich frage mich, ob sie schmeckt. Hast du das gesehen? Sie hat meine Brille in Schokolade verwandelt.
Fantastisch. Die will ich ja schnell essen. Hey, lass mir noch ein Stück übrig. Vergiss es. Dann will ich meine Schuhe eben in Schokolade verwandeln. Wow, hast du das gesehen? Jetzt will ich was abbeißen. Mega cool. Gib mir doch wenigstens ein bisschen ab. Bitte, bitte. Ich gebe dir dafür meine Kamera. Nein. Dann klaue ich deine Kamera. Wag es ja nicht. Ups, was ist denn hier passiert? Oh, Barbie ist jetzt auch aus Schokolade. Yeah, ich kann ihre Hand essen, ohne dass die mich zumeckert. Oh Mann, ich habe schon wieder so eine winzige Portion bekommen. Ich habe eine durchschnittliche Milka. Schaut mal, wie groß meine Schokotoppe ist. Ha, Emma, du hast die kleinste Portion. Dafür werde ich die ratzfatz aufessen. Aber zuerst brauche ich eine klitzekleine Küche. Ich nehme einen winzig kleinen Topf und schalte mein klitzekleines Feuer an. Hey, darf ich auch mal schauen? Natürlich doch. Ist ja süß. Und jetzt lasse ich die Schokolade schmelzen. Und außerdem gebe ich ein bisschen Milch hinzu. Und fertig ist meine kleine Portion Kakao. Schaut doch nur, wie gut das aussieht. Na dann, lasst mich mal probieren. Den kleinen Finger nicht vergessen, das macht die Sache aristokratisch. So lecker, aber so wenig. Aristokratisch, von wegen. Britney, du kannst jetzt weitermachen mit deiner Schokolade. Aber gerne doch. Ich liebe Schokolade so sehr, ich bin bereit, sie zum Frühstück, Mittag und Abendessen zu essen. Der absolute Brüller. What? Britney, wo bleiben deine Manieren? Oh, tut mir leid. Jetzt ist Sarah dran. Hey, lass meine Schokotafel hier. Die gehört nämlich mir alleine. Es wird Zeit, dass ich daraus ein Schokohaus baue. Zuerst muss ich alles schön messen. Und jetzt in einzelne Teile zerschneiden. Wie heißt es so schön? 7-mal messen und 1-mal sägen. Aber hier werde ich mehrmals sägen müssen. Oh, ich wollte schon immer mal ein Bauarbeiter sein. Wow, das sieht ja cool aus. Vielen Dank. Und jetzt kommt das Beste. Ich werde mein Haus probieren. Oh, einfach wunderbar lecker. Hey, was ist denn hier los? Hey, wie konntet ihr es wagen? Das ist mein Haus. Ich liebe diese Kekse. Oh, hast du eine kleine Portion, Sarah? Ja, da habe ich Pech gehabt. Na, endlich habe ich mal Glück gehabt. Na, Sarah, jetzt lache ich dich aus. Tut mir leid, aber du kannst anfangen. Ich hoffe, ich verliere meinen Keks nicht. Oh nein, er ist in der Milch untergegangen. Wie soll ich ihn wieder rausholen? Mit der Hand schaffe ich das wohl nicht. Ich werde die ganze Milch wohl austrinken müssen. Oh, ich habe es ein bisschen übertrieben. Siehst du lustig aus? Hey. Schau mal, hier ist ein Keks. Hurra, ich habe ihn gefunden. Das hat lecker geschmeckt. Britney, jetzt bist du dran. Oh, riecht das gut? Ich werde meinen Keks auch in der Milch baden. Jetzt nehme ich mir einen Strohhalm und rühre alles gut um. Ist ja super. Das hat so gut geschmeckt. Ich hätte gerne noch eine Portion gehabt. Emma, jetzt bist du dran. Na, endlich. Endlich werde ich satt. Oh nein, mein Keks ist zu groß. Ich kann ihn nicht in die Milch tunken. Was soll ich tun? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich muss den Keks einfach ein bisschen kleiner machen. Das werde ich auf jeden Fall schaffen. Ich liebe diese Creme. So, fertig. Jetzt passt mein Keks perfekt in die Milch. Ich kann es kaum erwarten, ihn so milchgetunkt zu probieren. Ich liebe es. Das war toll. Einen Moment bitte. Ich muss noch die Milch austrinken.
Oh, jetzt bin ich satt. Ja, du Vielfraß. Nur 4 Zentimeter? Ich habe auch eine größere Portion erwartet. Und ich liebe meine Portion. Wow, ist die groß. Das könnt ihr laut sagen. Ha, Sarah, du hast die kleinste. Du kannst wohl anfangen. Das macht mir nichts aus. Ich gehe einfach direkt ans Essen. Schmeckt voll lecker. Jetzt bin ich dran. Mit Stäbchen essen ist irgendwie voll unbequem. Ich saug meine Portion auf. Nudel für Nudel. Schaut doch nur, wie toll das aussieht. Ja, weck uns auf, wenn du fertig bist. Mädels, ich bin soweit. Tada. Na endlich. Also, jetzt bin ich dran. Ich nehme mir riesengroße Stäbchen, um diese riesengroße Portion aufzuessen. Hey, ich hab's. Ich kann was aus den Nudeln stricken. Oh. Wow, schau dir das an. Britney hat sich einen Schal aus den Nudeln gestrickt. Na, gefällt euch mein Outfit? Fantastisch. Und jetzt kann ich ihn auch noch aufessen. Ich liebe Milch mit Cornflakes. Ich auch, vor allem, weil ich eine mittlere Portion bekommen habe. Yeah, diesmal ist das Glück auf meiner Seite. Oh, Menno, im Vergleich zu deiner Portion ist meine ja winzig. Aber ich probiere trotzdem was. Voll süß. War da nur ein Stück drin? Okay. Na, wie auch immer, jetzt kann ich die Milch trinken. Nur ein Tropfen? Ist ja blöd. Sarah, jetzt bist du dran. Da freue ich mich schon. Ich liebe diese Cornflakes. Da hast du aber Glück gehabt. Und jetzt trinke ich was von der Milch. Und jetzt will ich beides gleichzeitig haben. Ew. Ja, das macht die Sache viel besser. Jetzt bist du dran. Moment mal. Ich brauche erstmal eine Schüssel. Hä, das war eine Option? Aber natürlich doch. Oh, was für eine schwere Packung. Ich gebe meine Cornflakes hier rein. Nein. Und jetzt öffne ich meine Milchpackung. Mann, die Milch ist auch voll schwer. Es hat geklappt. Und jetzt kommt das Beste. Ich liebe es. Schmeckt das gut? Du hast es geschafft.